Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Wir suchen weiter in den Lobby nach starken Monstern und nach dem Schlüsselfragment, haben aber einfach nur wieder eine alte Bekannte von Neptune kennengelernt, getroffen, die uns auch gleich mal wieder den Hals umdrehen wollte. Wie auch immer, wir haben sie besiegt und schauen jetzt weiter, dass wir hier mit der Hauptquest weitermachen. Die Menschen der Gilde, was können die uns denn erzählen? Egal wie viele kräftige Gegner sie besiegen, sie haben keinen Anhaltspunkt, wo das Schlüsselfragment sein sollte. Sie gehen zurück zum Basilikum. Jedoch... Ja, eigentlich sollten wir auch diesen komischen Overlord besiegen, aber das war nur ein komischer Hund. Ich entschuldige mich, es tut mir leid, aber unsere Göttin empfängt heute keine Gäste. Was? Ist sie immer noch sauer wegen letztes Mal? Kannst du nicht irgendwas tun, Mrs. Chamberlain? Ich habe keine Möglichkeiten, die Befehle unserer Göttin zu ändern. Bitte geht. Sie kann uns nicht helfen. Lass uns vorerst gehen. Ich habe mir bereits einen anderen Plan ausgedacht, falls das passieren sollte. Okay. Was machen wir als nächstes? Oh, ist das niedlich hier. Ist viel besser als Laststation. Das finde ich viel hübscher hier. Da ist etwas, was ich auf einmal noch nicht erzählt habe. Eigentlich gehöre ich zu einer Gilde. Die Gilde? Ich habe ein wenig darüber gelernt. Sie sind die Leute, die Göttin verehren, des Landes verehren, in dem sie geboren sind. Auf dem sie geboren sind, okay. Also glauben sie nicht an die Kräfte der Göttin? Wir sind sogenannte Ketzer. Wie... Das ist, als wenn jemand, der auf Lovi geboren ist, Lady Greenheart verehrt, statt Lady Whiteheart. Also, an wen glaubst du? Erzähl's mir. Nein, ich kann das niemandem erzählen. Nicht einmal dir. Okay. Back to topic. Die Ketzer haben sich zusammengerottet und die Gilde gegründet. Es ist die gleiche auf jedem Planeten, aber die Leute schauen... es ist das gleiche auf jedem Planeten. Die Leute schauen auf die Gildenmitglieder herab. Sie sind als Ketzer gebrandmarkt. Sie sind schließlich als Ketzer gebrandmarkt. Okay. Also, wo sind diese Gildenmitglieder? Bereisen sie die Welt wie du, Iffy? Eine der Antworten ist, dass eine ist hier auf Lovi. Okay, Gildenketzer. Eine Ketzergilde. Jetzt wüsste ich aber gerne, wen Iffy verehrt. Ich weiß, hier ist ein Basilikum in jeder Stadt von Lovi, richtig? Sie verwalten die lokalen Gebiete. Ja, ich erinnere mich. Es ist ein bisschen anders als in den anderen Ländern, wo nur eine ist. Hat es etwas mit der Gilde zu tun? Warte. Ich habe heute einen Helfer. Wir können reden, nachdem er angekommen ist. Sie ist auch darin verwickelt. Hallo, wir treffen uns wieder. Ich bin Finanzier, Lady Whiteheart's Chamberlain. Ich hätte nie gedacht, dass Iff also auch ein Gildenmitglied ist. Sie ist unser Helfer? Warum? Sie ist ein Gildenmitglied. Sie ist auch ein Gildenmitglied? Aber sie kümmert sich um Louise CPU, richtig? Sie ist ein Wack? Ein Verräter? Keine Ahnung. Ja, ich bin auch ein Mitglied. Ich verehre Lady Whiteheart nicht. Arbeit ist Arbeit. Mein Glauben ist mein Glauben. Aber ich bin sicher, ich werde rausgeschmissen, sobald öffentlich wird. Das klingt hart, ein Ketzer zu sein. Bitte fahr fort.
wie sind die Städte von Lowy und die Gilde miteinander verbandelt? Der Unterschlupf der Gilde, der kurz Gildenstadt genannt wird, ist unter Lowys Städten. Vor etwa 10 Jahren war eine unterdrückende Bewegung gegen die Ketzer in Limbox, was zu einer großen Säuberung führte. Die meisten Mitglieder konnten es gerade so sicher nach Lowy schaffen. Das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, zu der die Gilde gestartet ist, oder wie die Gilde gestartet ist. Also was machen Ketzer hier in Lowy? Das wird zu einer anderen Leanbox führen. Diese, die zu Lowy geflohen sind, wurden kurzzeitig in Gefangenschaft genommen als Ketzer und in Entremens, dem zentralen Basilikum. Also die Ketzer wurden kurzzeitig in Entremens gefangen genommen. Okay. Dann haben sie entschieden, eine Stadt für die Ketzer zu errichten, die von Ketzern verwaltet wird. Das ist Gildenstadt. Ihre Basilikum wird von der Gilde betrieben und ihre Mitglieder sind die Einwohner der Stadt. Die ganze Stadt gehört der Gilde. Lange Geschichte in kurz. Dieser Ort ist Teil von Gilden City, richtig? Es sieht tatsächlich nicht anders aus als die anderen Orte. Wir würden es nicht so offensichtlich machen. Da ist noch mehr hinter dieser Geschichte. Wir wollen die CPU sehen. Miss Chamberlain ist unsere Helferin, richtig? Wie können wir in Entremens reinkommen? Hast du keine speziellen Chamberlain-Privilegien? Ich wette, sie lassen uns rein, wenn wir mit dir zusammen sind. Ein Chamberlain hat nicht solche Kräfte. Wenn ich versuchen würde, jemanden ohne Erlaubnis hineinzulassen, würde irgendjemand anders mich stoppen. Zurück zu dem, was ich gesagt habe. Die Ketzer in der Basilikum werden rausgeschmissen, sobald sie erwischt werden. Aber abhängig von der Situation könnten zusätzliche Strafen angewendet werden. Die Leanbox-Säuberung Die Leanbox-Säuberung hat da viel mit zu tun, sagen wir es so. Deswegen ist jede Lowy-Basilikum mit Entremens durch einen geheimen Untergrundweg verbunden. Okay. Untergrundtunnel für Basilikum-Ketzer, die verwendet werden, um zu entkommen. Finanziell kann uns dorthin bringen, damit wir Entremets betreten können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ist spät. Wird Zeit, dass ich ins Bett gehe. Ich verstehe es jetzt. Das macht Sinn. Lass uns zu diesem Untergrundtunnel-Ort gehen. Das ist unsere beste Chance, um die Göttin zu treffen. Okay, dann lass uns da hin. Ist das jetzt ein neuer Dungeon oder muss ich noch? Diese Animation geht mir langsam auf den Keks, das muss ich sagen. Das frisst unnötig Zeit. Ah, ich kann einmal den Underground Pathway und Sleepy. Sleepy? White Hearts Block wird geupdatet. Sleepy. Schläfrig. Ich bin wach geblieben und habe einen Motion Controller zum PC zum Fernseher hin und her gewackelt. Und ich habe nicht genug Schlaf bekommen. Ich bin so müde. Okay, den ganzen Tag die ganze Nacht wie gespielt. Das sollte sie nicht tun.
Underground Pathway. Ich würde sagen, ich speichere vorher nochmal. Wer weiß, wer uns da noch angreift. Untergrundweg. Finanzier öffnet einen Weg, zeigt uns einen Weg, der die Central Basilikum mit Gilden City, mit Gildenstadt verbindet. Die Party prüft den Eingang, aber natürlich sind die Dinge nie so einfach. Okay. Das hier. Also ist es das? Ich spüre die Aura von Monstern. Wie können wir diesen Tunnel wirklich nutzen? Oh, Yuri. Wie können wir diese Tunnel nutzen, wenn es so weit gekommen ist? Wir mussten sie nie benutzen. Die Monster sind hier reingeschlichen, um von dem kalten Wetter draußen zu entkommen. Ich verstehe. Das ist nur natürlich. Monster sind lebende Kreaturen mit Gefühlen. Sind auch lebende Kreaturen mit Gefühlen. Lass uns vorwärts gehen. Finanziell kann ich kämpfen. Also haben wir uns um die Monster. Müssen wir uns um die Monster ohne sie kümmern. Das kriegen wir hin. Okay, wir müssen den Ausgang finden. Reflex, jawohl, wir brauchen Reflex. Da hinten ist eine Schatztruhe. Okay. Will ich da wirklich hinlaufen? Ich glaube nicht. Obwohl, ich glaube doch. Ist ja noch eine andere Truhe. Ah Gott, da muss ich mich auch noch raus durchhämmern. Na gut. Oh, die Schlangen werden immer pieksiger. Das geht noch. Es geht noch. So, was magst du nicht? Wie wär's mit Feuer? 3,48. Okay. Eis? 507. Aber das waren Volltreffer, ne? Habe ich es verbockt? Ja, habe ich. Egal. Naja. Nee, falsch. Ich dachte, es wäre Neptun. Egal. Ist trotzdem platt. Ist trotzdem platt. So, lass uns die Truhe holen und dann weg hier. Ich schätze mal, die wird hier hinter sein. Ist das schlecht, ey. Es ist einfach nur schlecht. So, ich schätze, hier irgendwo wird die Truhe sein. Vielleicht hier? Hä? Ah. Okay, kleiner Bug. Hä? Ja, toll, ich stehe dann. Lass sie doch erscheinen, ich stehe doch direkt daneben. Jetzt muss ich wieder warten. So ein Blödsinn. Ah, ist doch blöde. So.
Nice. Ohne Reflex bringt mir das alles nur nichts. Komm, auf, wir fahren zum Ausgang. Schneller. Ein blaues Häschen. Na gut. Na, komm. Ich will ran. Laufen, laufen, laufen. Da, 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 da. Ich glaube, das Spiel ist schon so gedacht, dass ich auch viele Dungeons noch ein paar Mal durchspiele, um halt Geld zu sammeln, habe ich den Eindruck. Ich meine, ich komme auch so durch, aber ich habe immer den Eindruck, dass ich deutlich bessere Ausrüstung haben könnte. Oder bilde ich mir das nur ein? Na komm schon. Oh, ist vergiftet. Okay, verstehe. Ich habe mich gerade gewundert, warum die so gebückt steht. Aber das erklärt's. Das erklärt's dann natürlich. Gegengift habe ich halt nicht so hoch eingestellt. Aber wir brauchen es eigentlich auch nicht, wenn wir uns richtig heilen. Regelmäßig, habe ich festgestellt. Ich habe gedacht, Gegengift wird deutlich wichtiger. Ja, andererseits, wir heilen nur, wenn wir angegriffen werden. Von daher, oder halt, wenn wir verteidigen. Ah, guck mal, da ist noch was versteckt. Und wahrscheinlich ist nicht mal was dahinter. Ah, doch, eine Truhe. Die nehmen wir doch mit. Zack. Zu früh gefreut. Zu früh gefreut. So, ist egal. Zack, zack. Bin schon klein. Kombo-Link und zack. Nö, brauchen wir nicht. Ist kaputt. So. So. Da war eine Truhe, ne? Ja, die haben wir noch nicht aufgemacht, genau. Aber wir kriegen jetzt nur noch diese Tuffmil und Gelatin, aber kaum noch Reflex. Also Reflex muss ich einfach immer kaufen. So, der Ausgang war ja schon fast da, oder? Oder geht's noch weiter? Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre schon fast da. Aber das ist ein ziemlich langer Tunnel. Ja, den Kampf und vielleicht noch ein oder zwei. Muss mal gucken.
Der hat ja auch eine Abwehr. Oh. Heilst du dich bitte? Danke. Sehr gut. Magst du kein Eis? 2,94. 2,94. Erde. 2,94. Ist egal. Okay. Transformation brauchen wir jetzt nicht extra. So, reicht. Ich jetzt nicht lang, ich bin hier durch. Das ist einfach auch nur unnötig, hier diese Wände aufzustellen und so. Ich habe ja diese Fähigkeit von Anfang an. Die ist einfach nur. Einfach nur reine Schikane. Na, schaffen wir es noch? Nee, war ja klar. Einen Kampf müssen wir noch. Ach Gott, gegen ein Häschen. Gegen ein Häschen. Ach Mist, hab's verbockt. Egal. Macht nix. Sind ja gleich da. Sind ja gleich da. Kaputt. Jetzt haben wir jetzt extra nochmal einen Reflex verbraten. Das ist natürlich doof. Und immer noch kein Level Up. Manu! Gib mir Level Ups. Ich brauch mehr AP. Ich brauch mehr AP. Ganz eindeutig. So, und durch da. Neptune hat wieder bereits aufgegeben. Oder vielleicht wollte sie nie zurückkommen. Finanzier? Ich dachte, du hast heute freigenommen. Sorry, sorry. Die korrekte Antwort ist, Neptune und ihre drei großartigen Vögelchen. Okay. Zieh mich damit nicht mit hinein. Ich habe dir gesagt, dass du ihr nicht erzählen sollst, dass ich hier bin. Oh Mann, die Frau. Du hast sie hergebracht. Wie auch immer. Ich höre euch zu. Da ihr nun jetzt hier seid. Finanzier, geh. Nimm sie auch mit. Verstanden. Ihr alle. Lass uns gehen, bevor unsere Lady uns verbal attackiert, unsere Egos crasht und unseren Willen zu leben dahin rafft. Okay. Was? Finanziell? Es gibt keinen Weg, dass mit so einer wichtigen Konversation alleine fortfahren kann. Nep-Nep. Fokussiere dich und tu dein Bestes. Ich glaube an deine Sozialfähigkeiten. Verdammte Chamberlain. Hast du diesem Mädchen deine Identität mitgeteilt? Ja. Sorgenfreier Idiot. Oder, ja. Unvorsichtiger Idiot. Bist du immer noch sauer? Tut mir leid, aber ich muss dich wirklich über das Schlüsselfragment nochmal fragen. Du hast ein ganz schön dickes Fell entwickelt, seit du in die Menschenwelt gekommen bist. Oder sollte ich sagen, fettes Fell mit ganz viel Blabber? Schwabbel? Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich habe keine Intention, mit dir zu reden. Ich werde dir eine verdammte Sache sagen. Nicht einmal, wenn ich irgendwas wüsste. Idiotisches Dreckskind. Wofür bist du hier? Was ist mit deinem verdammten Land passiert? Stopf deinen verdammten
idiotischen, fetten Kopf in deinen Arsch und geh nach Hause. Oh Gott, warum muss ich sowas übersetzen? Lady Whiteheart, du verhältst dich nicht so, wie du vor einer Sekunde noch warst. Bin ich in eine Persönlichkeitswechselfalle getreten? Du bist über mich und mein ganzes Land getrampelt. Du suchst nach einem Atem? Geh zur Hölle raus hier. Boah, was ist mit dir verkehrt? Warum bist du so ein vulgärer Miesling? Ich will einfach nur Histi retten. Was verlierst du, wenn du mir hilfst? Bist du nicht Lovis CPU? Du wagst es, diesen Blödsinn zu mir zu bringen? Was ist verdammt nochmal falsch mit dir, du blöde Schlampe? Lady Whiteheart? Du machst mir Angst. Hä? Lady Whiteheart? Du hast mich bei meinem vollen Namen genannt. Ja, Lady Whiteheart. Willst du mit irgendwas Lustigerem angesprochen werden? Wie ist es mit Whitey Poo? Oh Mann. Nee, ich mach mal so und ich töte dich. Ich schätze, du bist nicht jemand, der so tun kann oder einfach nur lügt. Hä? Wirklich, was ist los mit dir? Du bist super wütend und nun bist du wieder... Nun verhältst du dich so seltsam. Vergiss es. Es ist alles gut. Du kannst nun gehen. Wie könnte ich? Ich bin viel zu verwirrt hier. Ich werde nicht gehen, bis du mir über Monster und das Schlüsselfragment was erzählst. Okay, schreib deine Frage auf ein verdammtes Stück Papier und ich gebe es zum Chamberlain. Ich werde zurückschreiben. Bist du sicher? Nun klingst du wirklich seltsam oder so. Oh nein, ich glaube, ich gewöhne mich nur immer mehr an dich. Du bist exakt so, wie ich dachte, dass du es wärst. Einfach aufgegeben. Okay. Einfach genug auf den Keks gehen, dann ist alles gut. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Kompass Pop Quiz. Okay, Dragon Baby. Na gut, es ist aber schon spät. Ich denke, dann kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Dann gucken wir mal, ob wir Lady Whiteheart genug auf den Keks gegangen sind, dass die uns ein paar Infos rausrückt. Wir sehen uns dann. Wenn ihr noch nicht habt, wie immer, gilt, lasst ein Abo da. Und ich sag, ciao, ciao.